Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um den Hühnerstall. Und in diesem Video möchte ich euch diesen Mod hier gerne mal genauer vorstellen. Vorab dazu ein paar kleine Informationen. Ihr findet den Mod aktuell noch unter neueste Mods oder in der Kategorie Tierhaltung. Der Autor von diesem Mod heißt TK-TG. Und die Modgröße liegt aktuell bei 43,14 MB. Ist in der Version 1.0.0.0 für alle Plattformen verfügbar. Wenn ihr diesen Mod hier zum ersten Mal auf der Konsole platzieren tut, dann kostet euch dieser hier knapp 26 Slots. Wenn ihr diesen Mod zum zweiten Mal platzieren wollt, dann nur noch 2 Slots. Das Ganze finden wir hier auch im Baumenü. Dazu finden wir das Baumenü, dann bei die Tiere, dann bei die Hühner. Und da haben wir auch schon unseren Hühnerstall. Dieser Hühnerstall kostet uns beim Platzieren auf der Karte knapp 85.000 Euro. Hier können wir hier insgesamt 120 Hühner beherbergen. Diese können wir hier mit Weizen, Gerste oder Sorghumhülse füttern. Und so sieht dieser Hühnerstall hier gerne mal genauer aus. Wir haben hier ein Außengehege und natürlich auch ein Häuschen, wo hier die Hühner auch Unterschlupf suchen können. Aktuelle Triggerpunkte haben wir hier für das Tiermenü. Aktuell hier kann man hier mal als Beispiel 5 Hühner kaufen. Die laufen dann hier frei rum und natürlich auch hier drinnen frei rum. Das Abladesymbol für den Weizen zum Abladen. Und natürlich auch hier den Paletten-Spawn-Trigger für die Eierpaletten. Wir können hier verschiedene Dinge öffnen und schließen, sowohl einmal diese Tür hier. Da können wir hier reingehen. Oder wir können auch hier sogar reingehen. Einmal hier die linke Tür und die rechte Tür können wir öffnen. Und ihr könnt auch diese Tür öffnen, könnt ihr hier sogar bei die Hühner hier in den Stall hereingehen. Als Beispiel. Des Weiteren habt ihr hier noch einen Lichtschalter. Der befindet sich hier in der Ecke. Und da können wir auch mal drauf drücken mit Kreis, um das Licht hier einzuschalten. Wir haben ja aktuell noch ein paar Deko-Gegenstände. Misthaufen, Gießkanne, alte Paletten, Eimer und vieles mehr. Machen wir hier wieder das Licht aus. Hier ist sogar auch Licht an draußen. Ja. Zack, können wir ausmachen. Können wir hier die Türen wieder schließen. Und können wir hier dem Stall gerne mal Futter geben. Dazu holt ihr jetzt einfach meinen Traktor und könnt hier mal Weizen laden. Diesen Weizen könnt ihr hier auch an dieser Stelle entladen. Bekommt ihr hier den Triggerpunkt und dann könnt ihr das Ganze hier entladen. Die Futterkapazität von dem Hühnerstall beträgt hier in der Mod-Beschreibung knapp 14.000 Liter und kann man hier knapp 120 Hühner beherbergen. Und lassen den hier stehen. Jetzt seht ihr auch hier in dem Stall das Futter. Einmal hier in der Seite. Oh, wir haben sogar noch ein Fenster hier drinne. Auch schick. Und wenn wir hier wiederum reingehen, sieht man auch hier das Futter drin. Na? Um halt auch den Hühnern hier das Futter zu geben. Ist an sich ein schicker Hühnerstall. Ja, ist einfach gehalten und auch einfach hier erklärt. Damit sind wir hier leider aber auch schon zum Ende dieses Videos hier gekommen. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne mal euer Feedback da. Falls ihr Fragen dazu habt, Anmerkungen oder gern mehr, schreibt mir diese doch gerne bitte unten in die Kommentare. Besucht uns auch gerne auf Twitch oder schaut mal bei uns im Discord vorbei. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!